Jo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Weiß 2 hier in Nevaio City im Pokécenter. Wir beginnen erstmal mit der Erkundung der Stadt, bevor wir irgendwas anderes machen. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich im Team vorne habe. Matrifol, ja, das ist okay, damit kann ich gut leben. Gut, wie gesagt, im Pokécenter beginnen wir nun hier. Der ist aber hübsch und dieser auch. Ich liebe Steine einfach über alles. Da ist es keine Übertreibung. Und für seltene Steine greife ich auch schon mal ganz tief in die eigene Tasche. Und hast du aber wohl ein paar einen Stein bei dir, der meinen hohen Ansprüchen genügt? Jo, keine Ahnung, du. Ewigstein? Ja, ausgesprochen hübsch, großartig. 1000. Ja, hier kann man offenbar Steine für höheres Geld verkaufen. Ja, mal gucken, ob wir, was wir da machen. Sehen wir dann. Hier, dieser Schwarzgold ist für dich. Ich habe so viele davon, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin damit. Der verstärkt, glaube ich. Ja, doch, der verstärkt Kampfattacken. Ja, genau. Er verstärkt Kampfattacken um 20%, wenn ich raten müsste. Ne, 10 waren es und ab der 6. sind es 20 oder irgendwie so, naja. Das legendäre Pokémon Reshiram vermacht dem Helden einst die Gabe die Weit der Weisheit und vernichtete dessen Feinde mit säulenlodernden Feuers. Das innige Verhältnis des Helden zu Reshiram glich gleichsam der Liebe eines Kindes zu seinen Eltern und war ein ehrfurchtgebietender Anblick. Jo, so wird's wohl sein. Gut, die hier sind wieder die lieben Kinder, die tanzen im Kreis rumstehen, nichts anderes machen. Wunsch und Wirklichkeit, zwei hochverehrte Drachen. Die Teilung des einen hilft, die Welt zu bereichern. Wunsch und Wirklichkeit, Hand in Hand voran. Es eint sie, ein Keil, und es teilt sie dasselbe. Okay, damit ist wohl eine Anst das ist wohl eine kleine Anspielung auf den DNS-Keil. Oh, aber die Häuser hier sehen schön aus, gut. Reshiram und Zekrom, seit ihrer Geburt sind nun schon viele Jahre ins Land gegangen. Sie sind bereits sicher unzähligen Helden begegnet und haben ihre Weisheit an sie weitergegeben. Und dennoch ist es bisher niemandem gelungen, die Wahrheit zu ergründen. Auch von unseren Wunschvorstellungen einer idealen Welt sind wir weit entfernt. Wer trotz allem noch an den Helden oder an den Men oder die Menschheit an si noch an Helden oder an die Menschheit an sich glaubt, ist wirklich naiv. Okay. Weißt du was? Sandro feiert gerade sein Comeback als Filmstar. Ja, wunderbar. Es ist nun schon eine ganze Weile her, seit Sandro seine Arena aufgegeben hat, und inzwischen kommen auch immer weniger Trainer vorbei, um ihn herauszufordern. Auch wenn man selbst der Alte bleibt, ist das Umfeld immer im Wandel, immer vom Wandel begriffen. Ja, eben, das ist schon ein großer Einschnitt, glaube ich, dass hier die Arena. Hier ist sie zwar noch, aber sie wurde sozusagen aufgegeben, sie zählt nicht mehr zu den offiziellen Orden der Liga, beziehungsweise ist überhaupt keine Arena mehr. Das ist ein bisschen schade, finde ich persönlich, weil die waren sich schon cool so. Auch wenn Eis als siebter Typ immer, als siebte Arena ein bisschen, naja, meh ist. Unerschütterlich, trotz dieser Turm seit Menschengedenken Wind und Wetter. Sein bloßes Vorhandensein scheint uns alle zu mahnen zu wollen, niemals unsere Träume und Wünsche zu vergessen. Sandro war von Kindesbeinen an von Eis-Pokémon umgeben und übte sich schon früh in allerlei Kampfkünsten. Diesen Erfahrungen ist es zu verdanken, dass er der Actionheld werden konnte, den wir alle kennen und schätzen. Hier ist auch schon das so viel Zeug los, ey. Pokémon-Fanclub, oh nee. Aber auch schön, wie der Regen immer aufhört, wenn man wo reingeht. Also, wie das einfach so optisch, wenn man es direkt hört. Also, schon klar, dass er aufhört, aber optisch finde ich das gut umgesetzt. Willkommen im Pokémon-Fanclub. Möchtest du die Freundschaft zu einem deiner Team-Pokémon hier unterziehen? Ja, los, Admurai, haust du mal rein. Oh, Admurai. Das hatte ich schon recht gern. Du scheinst ein netter Trainer zu sein. Ja, und mehr nicht, oder wie? Na, danke. Hallo, du. Gestattet, dass ich mich dir in aller Bescheidenheit vorstelle. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs und gleichzeitig der größte Pokémon-Fan unter der Sonne. Du bist doch auch ein guter Trainer. Wirst du mir nicht zeigen, wie viel Zuneigung du investierst, um deine Pokémon aufzuziehen und zu trainieren? Oh, welches Pokémon? Admurai. Oh, du hast das Admurai auf Level 5 getroffen. Jetzt ist Level 60. Du hast es sehr gut trainiert und viel Herzblut in deine Arbeit investiert. Schutzband, das tut vor wilden Pokémon schützen, oder zumindest teilweise. Und ich gebe ein Satz als kleinen Dank. Gut, das finde ich okay. Fehlt doch ein Haus und die Arena. Wie gesagt, das ist eigentlich eine der wenigen Stadterkundungen, die noch fehlen. Es kommen natürlich noch ein paar, aber die jetzt fürs Erste ist das mal ein bisschen. Haben wir da noch einiges hier zu tun. Oh, Halle und der Rhein verziert nur, keine falsche Scheu. Diese Aufregung, dieses Drama, diese Spannung. Darf ich euch jetzt vor den heutigen Kandidaten vorstellen, du da? Willkommen, willkommen. Beginnen wir sogleich mit unserem Quiz. Je mehr richtig Antworten, desto besser die Stimmung. Also dann auf die Fragen, fertig los. Ah, viel Glück. Hier kommt auch schon die Frage. Dödem. Wie lautet der Name jener mysteriösen Wesen, die unsere Welt bevölkern? All das nie.
Das ist doch mal eine richtig schwere Frage, weißt du's? Ein Tipp, ein Tipp. Na sowas, das Publikum verlangt nach einem Tipp. Na klar, warum nicht? Hier kommt also ein kleiner Tipp. Es ist nicht Kämon. Ja, das ist ein sehr hilfreicher Tipp. Und Kandidat, weißt du es jetzt? Wie lautet der Name jener mehr? Ja. Er muss jetzt hier raussuchen, oder was? Oh, das ist ja ätzend. Ja, Pokémon wird es kaum sein. Vielleicht hier, ja, perfekt. Nice one. Bravo, das ist richtig. Spitzenklasse. Ja, wow. Was ist das für ein Scheiß eigentlich? Und hier ist der Preis, ein geniales Gegengift. Also, den Scheiße kann ich jetzt auch verlassen, oder? Ja, bis morgen. Sicher nicht. Also, das ist ja richtig unnötig. Schauen wir uns doch lieber die Arena an, ob da etwas mehr für uns geboten wird. Ja, leider ist es keine Arena mehr, wirklich wie schon erwähnt. Aber es gibt trotzdem noch das Arena-Rätsel. Das ist sehr cool. Finde ich schön, dass man das trotzdem beibehalten hat. Auch wenn man es zwar nur 1 zu 1 importiert hat, wahrscheinlich aus Schwarz und Weiß, ist es vollkommen okay für mich. So, und hier hoppsala über den Abgrund rüber. Das würde ich mir nicht trauen, persönlich. Das ist ein bisschen too much dann doch. So, hier lang auf den. Und hier hoch auf den roten Schalter. Dann können wir über den hier nach vorne gelangen. Also weiter sozusagen zum Ziel. Und wieder über den Abgrund drüber, der gar nicht übertrieben hoch ist. Jetzt müssen wir hier ein bisschen ein gutes Auge behalten, um zu gucken, wo wir hin müssen. Hier oben das Ding drehen. Ja, das Arena-Rätsel an sich ist ein Witz, aber. Muss halt immer ein bisschen aufpassen, aber ja, easy, wie gesagt. Einmal, als ich ziemlich deprimiert war, gab Lauro mir folgenden Rat. Mit Hilfe der Unterstützung anderer Menschen und Pokémon wirst auch du selbst stärker werden. Als Arenenleiter habe ich verstanden, was er mir sagen wollte. Nun würde ich auch diese Erkenntnis gerne an andere weitergeben. Ich möchte den Menschen mit Hilfe der Schauspielerei zeigen, wie wunderbar das Leben mit Pokémon ist. Zu lehren heißt zu lernen. Es ist Zeit für meine Probe. Und tschüss, Freund. Also schreitet der Arenenleiter von dannen. Und wir können hier zurückgehen. Das war ein relativ kurzes Arena-Rätsel, aber nett, dass man es gemacht hat. Wie gesagt, auch wenn hier ein Kampf gegen Lauro doch sehr cool gewesen. Gegen Lauro, sage ich schon, gegen den Typen halt, gegen Sandro schon sehr cool gewesen wäre. So, dann gehen wir noch hier hinten hin. Und das ist das Finstrio. Sieh einen an, du, also endlich ist es soweit. Gizis ist nur noch ein Schatten seines Selbst. Ihm sind jetzt völlig die Hände gebunden. Dafür wirst du büßen. Lass uns kämpfen. Jo, ich werde dich zu Staub zermalmen. Nur so kann es mir gelingen, unseren Meister zu rächen und ihm den Lebensmut zurückzugeben. Ja, ich glaube, man muss tatsächlich gegen alle drei von Team. Also gegen alle drei. Wie heißen die Guten hier? Gegen alle drei Finstrio-Typen kämpfen. Und ich schicke natürlich auch unendlich Zezuvius in den Kampf. Das sollte ganz klar sein. Auf Level 70! Sag mal, habt ihr irgendwie Alkohol gehabt oder was? Auf Level 70, ich glaub, ich spinn's. Okay, Level 70, das ist definitiv Hürdenmoos. Im normalen sind sie, glaube ich, auf 65 oder so. Und natürlich kommt der Fußtritt, ja klar. Und senkt mit Initiative, ihr seid doch die Geilsten. Na wunderbar, das lief ja schon mal exzellent hier. Warum macht er gegen Matri voll Fußtritt? Wetten, geht auf eine Unlichtattacke? Okay, das wäre schon ein bisschen Schiebung gewesen. Das Wetter von Regen ist natürlich auch nicht so pralle. Oh, die Attacke geht daneben. Was für ein Wunder. Ich sollte eigentlich den Save State gerade nochmal neu laden. Ohne Scheiß. Das ist immer dermaßen Betrug hier wieder, aber naja. Gut, wir müssen es irgendwie halt hinbekommen, dass es hier noch zu besiegen. Nahkampf sollte reichen, auf jeden Fall. Problem ist eben, wir haben auch nur 5 Nahkämpfe. Wenn ich tatsächlich gegen alle drei ineinander kämpfen muss, dann wird das ein bisschen lustig hier. Der Volltrauer, den kannst du behalten, den brauche ich nicht. Und Absol, da wechsle ich jetzt auf jeden Fall zurück zu Matrifol. Was zu Atmurai, um was zu tanken oder am Matrifol, weiß halt nicht genau. Ich kann auch auf Lucario bleiben können, erstmal Skelabro wieder beleben. Ja, ist gut, ich habe mich in Skype auf Beschäftigt gestellt, aber der hat offenbar keinen Bock gehabt, das anzunehmen. Oh, wir sind trotz Level
trotz Level 59 schneller und machen auch dank eines Crits wahrscheinlich. Nein, kein Crit, what the fuck, Alter. Das war schwach, Absol. Trotz eines nicht vorhandenen Crits machen wir das Vieh One-Hit. Und ein erneutes Zesuri, da holen wir jetzt dann mal. Ich habe Rabigato nicht dabei. Ein Highlight. Ja gut, da muss es ja wohl Matrifon ein bisschen was regeln nachher gleich. Ich weiß ja nicht, ob die Zesurio auch One-Hit sind durch eine Kreuzschere, weil die eine deutlich bessere Verteidigung haben, wie ich bereits erwähnte. Das ist natürlich doof, ohne Rabigato hier reinzugehen, weil den könnte ich echt brauchen. Zwar doppeltes Geld, aber... Was? Erst beim nächsten Jahreszeitenwechsel wieder? Na super, wow. Okay, ja, ich habe jetzt keine Ahnung gehabt, dass sie einen komplett abbrechen, aber... Mai. Ich meine, die finstere Typen kennen wir. Wäre vielleicht spannend geworden, aber ganz ehrlich, wenn ich hier nicht mit meinem vollen Team reingehe... Beziehungsweise ich hätte halt gedacht, die wären 65, dann wäre es ja auch deutlich machbarer gewesen, aber 70 ist halt doch ein bisschen heftig dann. War schade, wäre eigentlich eine gute Trainingsgelegenheit gewesen. Aber wie gesagt, der nächste Jahreszeitenwechsel ist nicht mehr so weit entfernt. 10 Tage noch genau. Wenn man durch das Moor geht, kann es vorkommen, dass ein aufgeschreckter wilde Pokémon angreifen. Ja, und hier geht es dann zum Wendelberg. Das wird aber ein größeres Kapitel. Das machen wir erst im nächsten Part auf jeden Fall, weil das ist viel. Und zwar sehr viel Arbeit. Das legendäre Pokémon eilt dem Helden auf der Suche nach der Wirklichkeit zur Hilfe und schuf dieses Land. Hernach legte er seine irdische Hülle ab und harrte in Gestalt des Lichtsteins der Geburt. Eines neuen Helden. Also war die Geschichte, die ich als kleiner Knirps gehört habe, doch mehr als ein Armenmärchen. Ich muss mal ganz kurz hier auf, ganz kurz mal pausieren. Entschuldigt das bitte. So, kann direkt weitergehen, ohne große Umschweife, Freunde. Hier sehen wir noch eine Wario City. Da gibt es ein Haus, aber das können wir nur im Winter betreten. Das ist schade. Aber dementsprechend gehen wir hier nun weiter. Im Moor von dem Wario waren wir auch noch nicht ganz fertig. Diesen Trainer hätten wir, glaube ich, noch nicht oder so. Meine Pokémon sind klebrig, bis zum geht nicht mehr. Kleine Kostprobe gefällig. Nee, danke, lass mal. Ja doch, mit Brana kann es mir gerne gegenschicken. Da habe ich nämlich mit Matrifol eine relativ gute Waffe. So, und Laubklinge. Wasser. Ah, das hat Wassertempo, deswegen ist es schneller. Ja, das ist natürlich doof. Aber das ist auch 65, habe ich gerade gesehen. Also die wilden Pokémon sind... Oder nicht die wilden Pokémon, aber die Trainer-Pokémon sind auch generell relativ gut gelevelt. Von daher passt das eigentlich. Finde ich gut. Klipunkel als nächstes. Da holen wir Fletiamo rein. Da wir nach Möglichkeit die Typvorteile möglichst gut ausspielen möchten. Ist halt doof, dass sie auf Level 65 immer noch solche Unterentwicklungen verwenden. Das ist eigentlich echt eine Verschwendung. Hätten sie sie lieber 5 Level geringer gemacht und dafür die letzte, also die Endentwicklung wie Toxic Quark oder Entschuldigung, Branawarz. So, und jetzt kommt hier Aquana und das unter anderem Pokémon, warum Matrifol im Team ist, weil Aquana ist einfach abgrundtief böse, wenn man das nicht gescheit kontern kann oder countern oder checken, wie auch immer man es jetzt nennen möchte. So, Laubklinge, ich bin mal gespannt, wie viel das abzieht. Es reicht dank eines Crits. Sehr gut. Und der Clipper-Ding hat ihm nicht so sehr geholfen. Aber uns wird dieses Item helfen, das ist die TM36 Matschbombe. Sehr nice. Und ein Nestball auch gut. Da gefällt mir sowas, uns hier geboten wird an Items etc. pp. Ich weiß halt nicht, inwieweit ich jetzt hier das Moor schon erkundet habe. Und die Route 8 ist das Moor von dem Wario, ist ja was anderes nochmal. So, hier unten, das haben wir auf jeden Fall schon erkundet. Jetzt geht's hier lang. Ah, mit denen erinnere ich mich, haben wir auch schon geredet und gekämpft. Ja, mit dem hier... Was? Nicht? Okay, lol. Schlecht. Ist das etwa ein Pokédex? Dann kannst du mir sicher ganz viele verschiedene Pokémon zeigen, oder? Ich wäre dir sehr dankbar dafür. Ja, könnte ich, aber naja.
Dann müsst mir erstmal das Geschick, was mir auch erstmal was Gescheites zeigen. Schnuttern gehört da nicht gerade zu. So, der Regen geht wieder los. Nee, ich wechsle aus aufs Gelabra. Das alles andere ist extrem sinnfrei. Macht mit seinem Flammenwurf trotzdem noch am meisten Schaden, weil es vierfach effektiv ist, so wie ich das sehe. Und Wagenmut hat zum Glück keine Wirkung, weil das macht so viel KP. Es besiegt sich selbst und macht so viel KP-Schaden, wie es noch hat. Sprich in dem Fall alles. Und das wäre halt heftig gewesen auf dem Pokémon, das nicht gerade immun dagegen wäre, wie Skelabra. Weil es ein Kampfattack, wie gesagt. So, Gastrodon, da brauchen wir wieder ein Pflanzen-Pokémon. Das ist die einzige Schwäche von Gastrodon, die werden wir natürlich eiskalt ausnutzen. Ja, Matriful darf gerne noch ein bisschen davon nehmen, das kann dann nachher wieder ausgetauscht werden. Matriful ist immer so ein bisschen, kommt für eine relativ lange Zeit ins Team und dann wird es wieder getauscht. Das ist an sich zwar voll doof und asozial von mir, aber so ist eben das Geschäft, nicht wahr, Freunde? Gut, als nächstes kommt Schneckmark wieder ein Feuer, also was ist wieder, aber ein Feuer-Pokémon, da muss ich jetzt auf Abmurai wechseln. Ja. Da wurde ich gerade besucht, ohne Ankündigung, ich habe mich voll erschrocken. Ja gut, das ist aber schon, dass auf einmal steht da jemand neben einem und denkst, oh Gott, das ist ein Getränk, das ist ein warmer Tee, gefällt mir gut. Vielen Dank. Und schmeckt sehr gut. Muss mich gleich nochmal persönlich bedanken, aber... Holy shit, hab ich gerade echt erschrocken. Ein warmer Eingang kennt keine Gulden. Sorry, Leute, ey. Ich weiß gar nicht, wie sehr man das jetzt gehört hat. Oh, das war, da hab ich echt erschrocken. Wir sind auf einmal... Oh, shit. Gut, 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 ja. Nice, ein Tee. Finde ich echt cool. Cool. Mischung aus gut und cool wird cool. Oh, Wälzer. Die Weiterentwicklung von Schmerz sieht man auch nicht oft. Aber gefällt mir auf jeden Fall, dass sie hier so viele Pokémon aus alten Generationen jetzt einbauen. Natürlich hat sie gegen Martin voll schwach sind. Gefällt mir auch sehr gut. Jo. Ach du Scheiße, ich bin gerade erschrocken. Ich komme da immer noch nicht drauf klar, Leute. Also, ich glaube, ich muss erstmal den Part gleich beenden. Naja, nee, Spaß. Also mal gucken, wie, ob wir jetzt schon ins Moor direkt reinkommen. Dann wäre es eigentlich ein guter Cut für so den Part. Weil das Moor ist dann doch ein bisschen was Externes und da können wir, das können wir gut machen. Obwohl ich muss sagen, dass auf den nächsten Parts von Weiß 2 gar nicht so viel Bock habe, weil der Wendelberg ist halt schon, naja, eine Höhle und das muss es nicht sein, oder die Statik. Oh, unnötig. So, und Level 62 beinahe, nicht ganz. Hier die Schirmdame, da tun wir lieber schnell mal... Lucario nach vorne. Wie gesagt, Step-Attack und so hauen schon rein. Wenn du dein Regenschirm drehst, sieht er aus wie eine Blüte im Regen. Oh, ein, das ist ein Dreierkampf, mir gar nicht aufgefallen. Ja, da bringt es natürlich viel. Wird mir guck mal, da ist ein Top 3 drin. Nein, nicht. Okay, gut, gut, gut. Ich würde sagen, am gefährlichsten ist Blitzer vom Meokan mich erstmal. Ich werde auf jeden Fall mit Skelabra und Lucario mal auf das Blitzer hier gehen. So, hier Nahkampf gegen dich. Und den Spukball, weil ich möchte ungern, dass Flitiamo hier mir abschmiert, weil das meine Waffe gegen Kapaloris. Die bräuchte ich auf jeden Fall noch. Oh, die Hydropumpe. Natürlich ist es, hat es ein Wassertempo. Oh, shit. Ja, natürlich mit Wassertempo vernichten die Attacke. Ja, Martinful ist hier bei dem Dreierkampf sehr gut. Hier, Luftschild kommt leider zu spät. Macht auch nicht den erwarteten Schaden. Doppelkick haut auch rein, aber nicht so sehr, wie man es vermuten könnte. Und der Nahkampf sollte Blitzer besiegen, das wäre nicht schlecht, weil sonst haben wir ein kleines Problemchen schon. Ja, gut, der erste ist weg, somit ist für Flitiamo die erste Gefahr gebannt. Und es kommt natürlich noch das Prognosen von Meo. Mit einer mächtigen Attacke, das könnte auch noch problematisch werden, aber das sehen wir dann. Oh, ein Donner. Ja, das ist natürlich ungeschickt für mich jetzt. Aber keine Paralyse, habe ich gehört. Und kein sonst was. Gut, dann hole ich jetzt
tatsächlich Madrid wohl erstmal rein, bis es Kapaloris sich verzogen hat. Und das ist jetzt erstmal oberste Priorität, das Kapaloris hier wegzuputzen. Aber ich gehe mir Laubklinge drauf. Ich mach mal anders. Eissieb, Laubklinge und Luftschnitt. Jetzt kommen wir 10 Kopfstoß auf Matrifol. Ja, wenn ich flinche, wäre das gar nicht gut. Jetzt kommen wir erstmal Luftschnitt, der das dann ausnockt. Ja, hätte ich vielleicht. Der hätte die Runde cleverer planen sollen. Level 62 für Matrifol, diesmal wirklich. Eissieb schlägt fehl. Eisstrahl kommt. Und der reicht dann leider auch aus. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob Matrifols Laubklinge noch durchkommt. Ja, tut sie. Very good. Und die reicht sogar. Wow, Matrifol ist halt echt in guter Form. Paralyse muss nicht sein, aber ansonsten war der ganz okay. Ich beende es tatsächlich den Part hier vor dem Moor noch, wenn es da nichts mehr gibt. Ja, das Radar wäre auch nicht schlecht anzumachen. Er muss halt nochmal ganz kurz jetzt ins Moor gehen, das schnell absuchen, okay? Aber in diesem Sinn beende ich den Part dann von Pokémon Weiß 2. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier an dieser Stelle. Bis dann und ciao!